Ja, doch, die Wetten sind echt lustig. Und wir haben wieder 10 Level geschafft und wir machen direkt weiter. Ich will meine Coins zurück. Dann darfst du nicht mitmachen. In dem Fall, wenn ich jetzt tatsächlich gewusst hätte, dass es um die Leben ging, dann hätte ich vielleicht den Cheats nicht genommen. Andererseits... wahrscheinlich doch. Oh, jetzt! So, und hier 3 Leben. Und ein Japaner. Okay, war's das? Warum Donutblöcke? Warum immer Donutblöcke? Ja, okay. So, das sollte jetzt aber passen. Ja, okay. Kriegen wir dann das eine Leben zurück, das ist in Ordnung. Horst! Mit mehr als 5 Donuts like ich nur, wenn ich Hunger habe. B4. Hat eine ziemlich hohe Like-Quote. Jetzt erwarte ich aber ein gutes Level hier. Und eher nicey. Guten Abend. Willkommen im Stream. Schön, dich zu sehen. Er war schlecht. Ja, Donuts sind sauteuer. Ein Donut. Also, Donuts sind teuer bei diesen Dunkin' Donuts-Gedöns. Ich weiß nicht, ob es da einen Konkurrenzladen gibt. Aber ich kenne zumindest keine Konkurrenz, aber diese Dunkin' Donuts, die sind verdammt teuer. Gut, die Konkurrenz wäre halt Supermarkt, ne? Diese Dunkin' Donuts. Uiuiuiui. Da gibt man viel Geld aus. Und das war ein dummer Tod mal wieder. Homer könnte Tausende von essen. Zeiten ändern sich. Hat Homer sogar einmal gemacht. In der Hölle. Da hat er Tausende Donuts gegessen. Als alle Donuts weg waren, wollte er noch nachschlagen. Okay. Aber ich sehe es persönlich nicht ein. Ich glaube, 3 oder 4 Euro für einen Donut zu zahlen. Nee. Und ja, 6 Donuts zum Preis von 5 Donuts. Trotzdem teuer. Das ist ein bisschen besser, aber ist trotzdem teuer. Oh Gott. Aber ich hab mir das ein paar Mal tatsächlich gegönnt. Weil ich wirklich irgendwas Süßes haben wollte und... keine Ahnung, die Donuts haben mich angelächelt. Ich meine, sie schmecken schon echt gut, aber... der Preis, ne? Das Level war schon okay. Kostet halt einen Döner. Ich glaube, zwischen 3 und 4 Euro kostet einer. Das ist schon viel. Und Sunny, guten Abend. Willkommen im Stream. Super Spinning Trial. Let it rip! Oh, wir müssen spinnen. Okay. Eiche. Muss ich immer noch spinnen? Was hat das mit Spinnen zu tun? Oh mein Gott. Okay. Wir fliegen einfach. Das hat nichts mit dem Tutorial zu tun. Mit einem Spin-Tutorial. Aber egal. Die Creator. Die werden es ja schon wissen. Ja, okay. Ich bleib zumindest groß. Das ist in Ordnung. Ja, muss ich jetzt hier spinnen oder nicht? Wenn ich nicht spinnen muss, dann kriegt das Level ein Buu. Ja, okay.
Theoretisch musste ich nicht spinnen. Kraften kosten auch viel, ja. Kann ich mir auch, ja. Also will ich mir nicht leisten, mittlerweile. Außer die sind mal im Angebot, ne? Zwei zum Preis von einem. Oh mein Gott, ich hab mir 2 Sekunden überlegt, nutze ich den Damage Boost aus? Oder springe ich hoch? Oh mein Gott. Guten Abend, und jetzt muss man auf einmal wieder spinnen. Oh mein Gott. Und Skidrow, danke dir für deinen Follow. Dankeschön. Und willkommen. Ganz offiziell im Stream. Was hat das mit Spinjumpen zu tun? Und Climbing the Mountains, Big Nose. Rechnest du Miete auch in Kinderriegel um? Nee, das nicht. Das wäre dann zu viel. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt so eine Kugel Eis und so habe, die mittlerweile über 2 Euro bei mir kostet, zumindest bei der einen Eisdiele, da mache ich dann doch ganz gerne mal den Kinderriegel-Vergleich. Oder halt auch irgendwelche anderen Gebäcke. Da denke ich mir so, boah, ich kann jetzt entweder das nehmen oder 8 Kinderriegel oder sogar 10 Kinderriegel. Das ist schon krass, ne? Oh, nice, hier hat eine 5er-Serie. Vielen, vielen Dank. Kaneleo rechnet Flächen in Fußballfelder. Und Blue Preise in Kinderriegel. Ich habe das Original mit den Fußballfeldern tatsächlich nie gesehen. Ich sehe das immer nur in den Kommentaren bei diesen Galileo-Videos. Aber selber, das Original habe ich nie gesehen. Aber die Leute schreiben das immer in die Kommentare mit den Fußballfeldern. Lass mal gucken, ob ich das Original irgendwo finde. Konsumierst du die kleinen oder die großen Kinderriegel? Naja, es gibt Kinderschokolade und es gibt die Kinderriegel. Die Kinderriegel, das sind die großen, wenn... Ja, das sind die großen. hier rein. Dani bekommt ein neues Auto. Oha. Das klingt gut. Erst im September? Oha. Das dauert noch ein bisschen. Oh, ich hoffe, ich habe das richtig interpretiert. Oh mein Gott, nice. Okay, das ist ein cooles Rätsel gewesen mit der Bombe. Bestellt, aber wird noch gebaut. Oh, okay. Das hört sich gut an. Okay. Das sind wahrscheinlich sehr viele Kinderriegel. Muss man euer Gehalt in Kinderriegel umrechnen. Ein 18er Pack kostet 4,49 bei mir. Und 10er Pack, glaube ich, 2,59. Kommt aber auch so ein bisschen auf den Laden an. Aber ich bevorzuge natürlich die 18er Packs, weil das halt im Endeffekt günstiger ist. Kann ich bitte auf die Kinder springen? Noch nicht. 4 von 10 Umfrageteilnehmer kommen aus Berlin. Vielleicht. Wer weiß. Holo GTI. Mein 3 Jahre GTI geht weg und neuer kommt her. Okay. Klingt gut. Der Pfannkuchen ist doch das kreisförmige. Hat doch nichts mit Krapfen zu tun. Das flache kreisförmige. Ist ein Pfannkuchen. Aber jetzt. Ich bring mal einen um. Anni postet ihr Gehalt. Einfach mal so hier rein.
Aber ich weiß nicht, wie viele Franken ein Kinderriegel kostet bei euch. Ist wahrscheinlich ein bisschen mehr. 15.000 Kinderriegel. Uiuiui. Ah, wenn man mit 25 Cent rechnet? Ja. Jetzt weiß ich, was du verdienst. Oh, ernsthaft. Warum gibt's hier kein Power-Up? 6 Euro für einen halben Liter Bier? Nee, danke. Ich glaube, 4 Euro wäre so das Maximale, was ich in der Wirtschaft zahlen würde für ein Bier. Ein halbes. Oh Gott. Du weißt doch nicht, was ich für die Berechnung genommen habe pro Kinderriegel. Das stimmt. Das stimmt. Wir müssen auch mal ein Bierchen zusammen trinken. Theoretisch, ja. Das kann man machen. Wenn man sich trifft. Fängkuchen! Willkommen im Stream. 1 Euro pro Kinderriegel. Oh, dann würde Hanni aber mehr verdienen als du. Bierpreise auf dem Oktoberfest. Ja, 14 Euro, glaube ich, war es dieses Jahr. Aber es gibt sicherlich auch Zelte, wo es 16 Euro gekostet hat. Aber ich glaube, der Normalpreis waren 14. Da kann ja Markus nochmal sagen. Markus, der kennt sich gut aus. 14,20 bis 14,60. Das ist schon krass. okay. Oh, das Level gefällt mir, auch wenn ich gerade intuitiv alles richtig mache anscheinend. No. Okay, warte, ich krieg wieder meinen Propeller. Ah ja, 14 Euro, ein Liter dann zumindest. Also es ist nicht ein halber Liter, sondern zumindest ein Liter. Ah, das ist schon... Das ist trotzdem sehr krass, ne? 7 Euro pro Liter. Pro halber Liter. Was ist das jetzt hier für ein Kack? Hä? Okay, ich glaube, ich habe den Propeller gecheased. Ich glaube, den soll man gar nicht mehr haben. Ja, sieht so aus. 14 Euro bekommst du den Katzen. Ja, ich habe einfach den Propeller irgendwie gecheased. Oh, was ist da oben? Oh mein Gott, bitte versau das Level nicht. Okay, nice. Das gefällt mir. Okay, aus den Röhren. Ja, da kommt noch Geld raus. 99, okay, nice. Okay, cool, cooles Level. Ich hab das von einem Freund, der letztes Jahr auf der Wiesn war, der hat gesagt, auch nie wieder. Ja, ich bin auch absolut kein Wiesentyp. Auch wenn das Oktoberfest quasi bei mir in der Nähe ist. Ich komme darauf nicht klar. Ja. Also ich kaufe schon ab und zu ein Bier. Ist jetzt nicht so, als ob ich nie Bier kaufen würde. Oh, natürlich ist da nichts. Natürlich nicht. Okay. Was? Hier ist nix. Da kommt auch nichts raus. What? Ja gut, ich kann da oben lang, theoretisch. Schau mal. Und Chirachi, willkommen im Stream. Wir reloaden das mal. Aber auch ein Bier im Kühlschrank, war eine Too Good To Go Box drin. Oh, Luigi da ran. Alles klar. Luigi.
Ich weiß gar nicht, ob wir die Willis brauchen. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Und sie kommen nicht. Und ja, Prost, Gracchi. Oh ja. Gott sei Dank geht's hier weiter. Ansonsten hätte ich ein Problem gehabt. Natürlich kommt da kein Willi raus. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und, oh, das ist ein Troll-Level. Ich habe das gar nicht gecheckt. Ich habe das gar nicht gecheckt, dass das hier ein Troll-Level ist. Oh mein Gott! Okay, ja, jetzt kann nichts mehr passieren. Ich nehme den, ne? Ich nehme den. Keine Ahnung, ey, was ich jetzt hier machen muss. Bin, glaube ich, nicht im Zielscreen, oder? Nee. Aber hier könnte ich mit 3 Leben farmen durch den Gegner. Mit dem coolen Dreieck. Ich brauche eine Röhre. Okay, gehen wir mal hier rein. Weißbier trinkt man nur aus dem Weißbierglas. Oh, Weißbier habe ich schon ewig nicht mehr getrunken. Ich glaube tatsächlich auch sogar nur einmal. Und es war tatsächlich auf so einem Oktoberfeststand. Da habe ich tatsächlich einmal ein Weißbier getrunken. Und das war auch ganz gut tatsächlich. Du sagst zu Weißbier Weizen. Okay. Interessant. Ah gut, ich bin ja auch kein Biertrinker. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, das ist doch nur ein leichter Sprung. Ich könnte mir sogar 3 Leben farmen, glaube ich. Naja, schwierig. Ja gut, das wird nichts mehr. Oh, Kölsch habe ich auch mal getrunken. Fand ich eigentlich auch lecker. Kölsch war eigentlich auch ganz gut. Naja, natürlich, das bayerische Bier ist natürlich das Beste. Radler schmeckt an sich auch ganz cool. Okay, kein Schaden. Es haben 21 Leute gespielt und keiner hat's geliked. Mein Dad trinkt auch nur bayerisches Bier. Es ist halt auch am geilsten, ne? Oh, der Eiszapfen muss runter. Ja, natürlich kommt dann roter Willi, natürlich. Hallo. Man muss der Eiszapfen nochmal runter. Oh Gott. Okay, und dann schnell durch. Perfekt. Oh mein Gott. Den Panzer wollte ich eigentlich nicht abgeben. Aber gut. Passt. Ach, warum? Oh, okay. Wollte zu schnell sein. Wäre cool, aber ich glaube nicht. Ja, nee. Nehmen den Panzer nicht mit, das passt schon. Und wäre hier eine Treppe gewesen? Nee, okay. Gut, passt. Dann schauen wir, dass wir hier ein Leben noch kriegen. Oh, am Ende vom Pilz. Ja, okay, schade. Hm, 7-8% Alkoholgehalt. Das ist dann schon ein etwas stärkeres Bier. Snow Mount. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so schlecht. Ich weiß nicht, warum das keiner geliked hat. Na gut.